So, hallo, wir machen weiter. Bei WarioWare Get It Together. Und die Frage ist, ob wir jetzt alle Missionen together getten. Bei Alltag. Wir haben sie uns schon alle durchgelesen. Allerdings, ich werde sie mir nicht alle gemerkt haben. Wir werden mal gucken. Ich muss hier mit allen spielen und 9-mal am Stück das Nasenloch treffen. Verstopfen. Oder 9-mal am Stück wird halt kritisch, vor allem wenn dann so Charaktere wie Dings kommen. Eieiei, okay, Nummer 2. Oh Gott, sie. Verstopfen. Oh, pff. Verstopfen. Okay, er müsste eigentlich machbar sein. Gut, 4. Ne, 5 schon. Oh nein! Verstopfen. Oh yes! Ein schwieriger Charakter ist raus. Okay. Verstopfen. Yes! Es läuft, es läuft. Besser als ich dachte. Verstopfen. Wahrscheinlich versaue ich dann am Anfang, am Ende irgendeines von den leichten. Verstopfen. Yes! Okay, die nächste muss sitzen. Das nächste muss sitzen. Sie! Verstopfen. Ja! Hat es gereicht? Muss ich noch eins schaffen? Verstopfen. Habe ich nicht schon 10? 9? Verstopfen. Habe ich nicht schon 9? Bin ich doof? Verstopfen. Hä? Verstopfen. Verstopfen. Ich hab doch schon 9. Warum kommt die Mission nicht? Verstopfen. Kommt die erst, wenn ich's... wenn ich fertig abgeschlossen hab? Ich bin verwirrt. Verstopfen. Doch wieso? Verstopfen. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Muss ich gleich nochmal gucken. Lol, mit ihm treffe ich wieder. So, kriege ich die Mission jetzt? Oh, wir haben die Punktvorgabe zufällig auch noch geschafft, okay. Ja, aber was ist jetzt mit der Mission? Was habe ich falsch? Was habe ich denn schon wieder? Ich habe mir jetzt schon nicht gemerkt, was die erste Mission war. Großartig. Bohre in der Variopedia im Spielbohrexperte. Oh, wait, what? Mit jedem jeweils 9-mal? Hä, hey, Moment, was? Mit jedem der Charaktere jeweils 9-mal? Hä? Neunmal in jedem Nasenloch, ohne dabei ein Leben zu verlieren. Moment, muss ich dann 18 schaffen? 18 und 9 links, 9 rechts? Oh Gott. Das ist gerade noch viel schlimmer geworden. Verstopfen. Also erst machen wir jetzt erst 9 links und dann noch 9 rechts. Ach du Scheiße. Verstopfen. Das wird jetzt noch kritischer. Hurra. Verstopfen. Oh, Gott sei Dank. Und zack. Ich mach das. Okay. Verstopfen.
Verstopfen. Vielleicht sollte man mit der rechten Seite anfangen, weil die schwierigere ist und es nachher halt schwerer wird und schneller. Verstopfen. Oh, das war knapp. Cool. Natürlich. Verstopfen. Verstopfen. Nicht so übel. Es geht los. Verstopfen. Nein! Okay, wir fangen links an. Rechts. Verstopfen. Oh je. Faszinierend. Oder ich muss es 9-mal bei beiden schaffen, aber nicht hintereinander bei 9-mal. Also nicht so 18. Wir werden sehen. Jedenfalls jetzt die andere Seite erstmal. Okay. 3. Verstopfen. Wir werden ja sehen, was passiert, wenn ich jetzt 9-mal auf der anderen Seite war, ob es dann schon reicht. Verstopfen. Das ist mein Wunschgedanke natürlich jetzt wieder, ne? Oh Gott. Alles klar. Verstopfen. So. Hurra. Ja, los. Verstopfen. So. Oh Gott. Verstopfen. Oh, yes. Okay, er wird jetzt nochmal... Nein! Scheiße. Okay, wir starten mit ihm. Das ist gut, dann ist er schon mal weg. So. Oh, come on. Verstopfen. Ist das kritisch? Verstopfen. Ah, das ist mit ihm so schwierig. Holy shit. Jimmy, please. Verstopfen. Wie soll ich denn die Seite jetzt treffen? Okay, es geht. Wenn sein muss. Verstopfen. Okay. Verstopfen. Okay. Super duper. Ja. Verstopfen. War ich mir ein bisschen unsicher. Verstopfen. Das macht mich stolz. Verstopfen. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich hätte fast die Mitte erwischt. Oh nein. Oh yes. Okay, das müsste mit ihm eigentlich auch funktionieren. So. Jetzt die Nummer 9. Okay, es hat nicht gereicht. Dann muss ich jetzt wirklich noch die anderen Seite machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Nochmal 9 auf der anderen Seite. Aber da kommen nochmal schwierige Charaktere, das ist das Problem. Da kommen nochmal schwierige Charaktere. Oh Gott. Ja, er zum Beispiel. Oh. Scha, mein Gott. Das Spiel beginnt. Verstopfen. Das war cool. Gott. Verstopfen. Gott, ey, echt. Oh. Verstopfen. Wir machen erstmal was anderes. Davon war, glaube ich, keine Rede irgendwo. Das kann ich mich auch nicht erinnern. Kann ich mich auch nicht erinnern, das gelesen zu haben. Nee. Kann ich mich auch nicht erinnern.
War das nicht irgend so ein Macht das Wasser aus ohne. Ohne Dings? Wir probieren es mal mit allen und gucken mal, ob wir was rausfinden. Also irgendwie sozusagen das Wasser ausmachen, ohne den Hahn zu berühren. Okay. Hahn aufdrehen. Kann man die Dinger hier irgendwie wegmachen? Hey. Ah nee, es ist andersrum. Es ist irgendwie andersrum. Ich muss es nochmal lesen. Lul. Ach, Sicht aufs Gesicht ist doch auch vorhanden. Schließe das Spiel ab, nachdem du dich an alle Ringe gehängt hast. Okay. Stelle im Spiel Handwäsche das Wasser irgendwie ab, ohne den Drehregler des Hahns zu betätigen. Ah nee, ich muss Wasser abdrehen. Ohne den Regler zu betätigen, das Wasser abdrehen. Okay, machen wir erstmal hier das mit 18 Volt. Da ist er. Also an alle Ringe und dann abschließen das Spiel, okay. Abziehen. Ja, okay. Abziehen. Ja, wieso? What? Ja, wie? Wie soll das denn so schnell gehen? Abziehen. Jetzt habe ich den abgeschlossen. Ja. Es war sogar zu langsam. Hä? Wie soll das denn so schnell gehen? Abziehen. Nein, jetzt habe ich den. Ja, ist egal, mit welchem wir das machen. Abziehen. Yes, okay, es geht. Weg da raus. Raus, raus, raus. So, okay. Ja, nun. Ja, ich gehe fast davon aus, dass das irgendwas mit dem Traktorstrahl zu tun hat. Aufdrehen. Ich konnte das Wasser zwar schnappen, aber ich konnte es nicht zudrehen so. Ich meine, das bedeutet doch, so berühre ich den ja eigentlich, ne? Ach so! Ach so, zudrehen ist nur bei Level 3. Ich musste das einfach nur verstopfen. Verstanden. Schalterblindflug war dieses Mal, muss alles zum Wackeln bringen. Wo ich gesagt habe, ich glaube, da probiere ich Mona aus, ne? Man muss alles zum Wackeln bringen, bevor man den Schalter betätigt. Irgendwie so. Licht einschalten. Okay, und das soll ich jetzt bei jedem Level irgendwie machen. Licht einschalten. Ah, fast. Einschalten. Was? Mist. Licht einschalten. Cool. Licht einschalten. Yes. Raus da. So, da habe ich, glaube ich, nichts als Mission gehabt. Kann ich mich auch nicht erinnern, das gelesen zu haben. Das kann ich mich auch nicht erinnern. Weiß ich nicht mehr. Das war das, wo ich mit Mantis an die Decke muss. Und dann das Rätsel lösen... Nein, und dann das Rätsel lösen muss. Ohne nochmal runterzugehen, sozusagen. Verbinden. Ja, jetzt geht er wieder runter. Ah.
Ja, so wäre es. Okay, so wäre es gegangen. Alles klar. Nochmal. Beginnen wir. Verbinden. Genau. Perfekt. Haben wir schon. So. Nach der Rasur, da war auch irgendwas. Aber ich habe es vergessen. Nageltreffer kurz vorm Besuch. Das war das Klingeln mit Penny Klingeln. 75 Mal. 75 Mal Klingeln. Klingeln. Ach so. Die kann Millionen Mal klingeln mit ihrer Spritze da. Ja, das fühle ich. Ja, das fühle ich. Okay. Klingeln. Ja, das fühle ich. Die macht einfach Klingelstreich. Klingeln. Ja gut, dann zähl mal bis 75 hoch, Lul. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Das geht dann ja klar. Glaube ich bisher. Weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig verstanden, aber es müsste eigentlich dann klar gehen. Haben wir noch keine 75? Habe ich es wieder falsch verstanden? Ich glaube, ich habe es wieder falsch verstanden. Kann das sein? Muss ich da selber durchziehen? Muss ich wieder den hier machen? Wahrscheinlich muss ich selber klingeln und nicht das Wasser. Ja, es wird es so wird sein, ich muss klingeln. Safe muss ich klingeln. Dann war es mir jetzt natürlich schwieriger, weil ich jetzt das ganz am Anfang erst falsch gemacht habe. Aber vielleicht kommen wir noch auf 75. Ich glaube, okay, ich glaube nicht, wir kommen auf 75. Ich glaube, es war vor allem ohne ein Leben zu verlieren, ne? Ja, komm, wir starten von vorn. Beziehungsweise wir lesen. Das war auch irgendwie, man soll das Ding rechts vom Ding platzieren. Das probieren wir mal mit Orbolon. Ziehen. Ja. Okay. Stöpsel ziehen. Hä, wie rechts platzieren? Habe ich jetzt nicht. Stöpsel ziehen. Hä, habe ich. Okay, muss ich nochmal lesen? Oder war es ein spezieller Charakter, mit dem er das machen musste? Okay, wir müssen noch ein paar Sachen nachlesen. Ah, erstmal abholen. Hier Blindflug. Hals über Kopf. So. Voll reingehängt. Und blitzsaubere Leistung. Sehr schön. So. Ah, Lulu. Muss Kopfstörer spielen, habe ich wieder komplett vergessen. Oh, Sparferkel habe ich auch vergessen. Auf Level 3 abschließen und stoße alle Objekte vom Hocker, sodass sie ihn nicht mehr berühren. Okay. Egal mit wem scheinbar. Als Jimmy nach der Rasur, indem du nur einmal angreifst. Alles klar.
ein Angriff und dann ist fertig. Schließe als Penny das Spiel jemand da so oft erfolgreich ab, bis du mindestens 75 Mal einen Klingel betätigt hast. Also mit der Wasser, mit dem Wasser dann doch auch. Check ich nicht. Habe ich dann noch keine 75 gehabt? Kann doch nicht sein. Sorge im Spiel Stöpselentzug dafür, dass der Stöpsel rechts vom Abfluss landet und liegen bleibt. Okay. Und bei Versandhandel als Cut-Up. Ohne etwas auf den Boden fallen. Ach du Scheiße. Okay. Also das mit dem Bohrexperte ist krass. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. So, da ist das Sparferkel-Schlachtfest. Das muss ich jetzt so hinkriegen, dass ich an der dritten Phase alles runterschmeiße. Ich probiere es mal mit 18 Volt. Vielleicht ist der ganz hilfreich dafür. Runterstoßen. Na, weil er kann eigentlich sehr gut stoßen. Ich hoffe es noch. Runterstoßen. Ach so, aber er soll die Objekte Okay, er kann nicht gut stoßen, weil die ganzen... Ja, die Objekte bleiben alle da oben drauf. Okay, es geht um die Objekte. Verstanden. Dann eher Wario. Dann eher Wario oder... Theoretisch klingt Orbulon auch nicht verkehrt. Oh, sie klingt gut. Sie klingt gut dafür. Die schicke ich da hoch mit einer Schockwelle und dann haut die alles weg. Ja, gut. Aber halt auf Level 3 dann, bitte. Runterstoßen. Sehr gut. So, jetzt kommt es drauf an. Alles runter, alles runter. Ah, das hat nicht hingehauen. Runterstoßen. Ja, vielleicht ist sie doch nicht so optimal dafür. Vielleicht ist sie doch nicht so optimal dafür. Wer könnte denn da noch gut für geeignet sein? Okay, eigentlich der Traktorstrahl wieder, ne? Mal gucken. Unterstoßen. Ja, aber es muss alles runter. Ja, weiß nicht. Runterstoßen. Der schafft das Spiel zwar sehr leicht. Runterstoßen. Aber die Mission ist für ihn nicht so leicht. Nee, ich würde Wario denken, ist dafür gut geeignet. Ich denke, Wario ist mein Mann. Ne, mit seinem Dash müsste der eigentlich alles hier ordentlich runterfetzen. In Level 3 dann halt natürlich erst. Runterstoßen. Ah, so haut's nicht hin. Okay. Runterstoßen. Yes! Geht doch. Haben wir das. So. Level 3 mit... Lulu, nur mit Stampfattacke. Oh, die ist nicht dafür geeignet. Ach du Scheiße. Runter damit. Ja, aber wie soll... Hä? Runter damit. Ach so. Okay, das war mit ihrer Stampfattacke machbar. Aber was ist Level 3? Runter damit. Ah, okay. Okay, das war gar nicht so schlimm. Das war sogar sehr einfach. Gut. Dann die Rasur mit Jimmy. Mit einer Attacke. Den Level 3 schnappen. DJ. Schaum abwaschen. Ah, verstanden. Okay, eine Attacke. Ja, das sollte hinzukriegen sein. Schaum abwaschen. Ja, es klappt auch so schon. Und jetzt mit Level 3 auch noch. Okay, let's go. Schaum abwaschen. Yes!
Das war gar nicht so einfach. Schwer. Gut. Ab dafür. So, und dann haben wir hier mit Cut einfach eine Runde schaffen, ohne was auf den Boden zu schmeißen. Puh, okay, let's go. Ich kann mir schon denken, wo das Problem sein wird, aber hey, okay. Fertig packen. Also, es fehlt noch die Kanne. Genau da ist das Problem, weil die ganze Zeit durch die Gegend springt, wie so eine... Ja. Das heißt, ich muss drüber springen. Ich darf nicht... Ich muss immer über die Dinger drüber springen, sodass ich die nicht neu auslöse. So, die Kanne fehlt wieder. Ja. So muss ich das machen. Ah, nee, ich kann ja schießen. Ich kann ja schießen. Okay, draufspringen darf ich. So, es fehlt noch eine Dose. Nein, jetzt habe ich... Okay, da muss ich aufpassen. Alles klar, verstanden. Okay, wenn ich aber gezielt schieße, dann haut es hin. Dann ist das gar nicht so schlimm. So, es fehlt das Rote. Ja, okay, das kriegen wir hin. Okay, zwei Rote sind drin, dann fehlt die Mütze. Gut. Eine Kanne und eine Mütze fehlt. Ja, das ist easy. Das ist easy, wenn man weiß, wie es geht. So, jetzt brauchen wir eine Mütze. Wir brauchen von allem eins. Das war super einfach, lul. Das war super einfach. Okay, sehr schön. Gut. Dann der Stöpselentzug. Da jetzt irgendwie dafür sorgen, dass der Stöpsel drüben landet. Wir könnten es mal mit 18 Volt probieren. Vielleicht kann er den so wegschießen. Stöpsel ziehen. Dass der dann da... Ja, okay, jetzt ist er links liegen geblieben. Auch interessant. Er muss aber rechts liegen bleiben. Stöpsel ziehen. Er geht immer wieder nach links auf die Art und Weise. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass er rechts bleibt. Ich weiß nicht, ob er der Richtige dafür ist. Vielleicht muss man den nur ganz leicht dann anstöpseln irgendwie. Ja, das ist alles nach links. Nee, das ist nix. Okay. Vielleicht kann Mike dafür sorgen, dass der... Mal gucken. Ich habe da so eine Idee. Nein, so geht er in die Mitte zurück. Er muss irgendwie rechts liegen bleiben. Stöpsel ziehen. Ah nein, dadurch, dass er so hochgeschossen wird, der geht dann immer wieder zurück. Stöpsel ziehen. Ja, der geht immer wieder zurück. Wie kriege ich den nach links, rechts? Stöpsel ziehen. Nee, so geht er zumindest in der Mitte. Hm. Stöpsel ziehen. Aber dann mit der Seife irgendwie arbeiten. Aber die Seife haut es ja auch weg, sobald es passiert. Ist er bis ganz nah. Wie kriege ich denn den? Stöpsel ziehen. Nee, das ist nicht das Richtige. Wer sorgt dafür, dass das Ding links liegen bleibt? Kann sie so eine Stampfattacke auf den machen und dann, keine Ahnung, zieht's den nach rechts? Stöpsel ziehen. Nee.
müsste den so ganz sanft rausziehen können. So ganz sanft, ohne dass der diesen Schwung bekommt. Also, der wird immer wieder nach links zurückgezogen. Stöpsel ziehen. Und sobald der raus ist, kann ich mich halt auch nicht mehr bewegen. Also ich kann dann auch nicht mehr variieren. Das war's auch nicht. So, kann Wario den vielleicht wegdashen? Stöpsel ziehen. Der wird, egal was ich mache, der wird nach links zurückgezogen. Stöpsel ziehen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass dieser Zug nicht passiert. Da! Ich kann, egal wie ich... Es gibt's doch nicht. Wen nehme ich denn dafür? Die kann ich mir alle nicht vorstellen für sowas. Ich habe eine Idee. Mit ihr müsste ich mich doch da rausporten können. Stöpsel ziehen. Ja, das hat nicht hingehauen. Stöpsel ziehen. Nein. Ja, wie soll es überhaupt mit ihr funktionieren? Sie ist dafür überhaupt nicht geeignet, glaube ich. Uff. Stöpsel ziehen. Wie soll ich mit ihr den Stöpsel überhaupt einmal ziehen, Lul? Stöpsel ziehen. Nein. Nein. Hey. Lieb schon. Hä? Sie ist dafür komplett ungeeignet. Dabei hat sie so einen Lachmund, als wäre sie gut dafür geeignet. Hä? Was mache ich denn mit ihr falsch? Stöpsel ziehen. Oh lol, sie kann sich einfach da drunter porten. Okay, aber dann kann ich da wahrscheinlich überhaupt nicht helfen. Das, nee, den pfeffert's dann immer wieder nach links. Stöpsel ziehen. Ja, da kann ich, nee. Das hier, da verhindere ich auch gar nichts. Ha. Wie kann der denn links, rechts liegen bleiben? Den müsst ihr irgendwie so, keine Ahnung. Nee, also mit ihr geht das auch überhaupt nicht. Probieren wir es mit Bomben. Am Ende ist es die Zunge einfach von Pioro oder so ein Ding. Stöpsel ziehen. Der geht auch. Er geht immer nach links. Was soll ich tun? Ich müsste. Oh, ich habe eine Idee. Geht das? Ich ziehe. Ich ziehe raus und dann lasse ich eine Bombe fallen und die Bombe pfeffert ihn dann vielleicht nach rechts. Vielleicht kann ich ihn mit der Bombe so nach rechts lenken. Stöpsel ziehen. Na, zumindest mittig kriege ich ihn. Okay. Stöpsel ziehen. Na, zumindest mittig wieder. Aber ist noch nicht optimal. Stöpsel ziehen. Ah, jetzt ist er wieder ganz links. Ha, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, es wirkt für mich, als wäre es pures Glück im Moment, wie da der fällt. Nein. Du musst rechts liegen bleiben. Stöpsel ziehen.
Yo, das sah eigentlich erst gut aus und dann ist er noch nach links gedriftet. Aber ich kann halt nichts mehr machen danach. Das ist das Problem. Ja, lol. Ha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gut funktioniert. Stöpsel ziehen. Oh lol. Ganz locker. Stöpsel ziehen. Oh lol, bei ihm könnte der rechts liegen bleiben. Stöpsel ziehen. Nein! Stöpsel ziehen. Ja, nein! Okay, wie sorge ich dafür, dass der nicht mehr zurückgezogen wird? Das sieht bisher echt gut aus. Nur ein bisschen, nur ein bisschen. Nein, er wird dann immer so rausgezogen. Mit so einem Plop. Ja, ja, yes, yes, Mantis, du bist mein Mann. Oh mein Gott, okay. Gut, dann klingeln wir nochmal eine Runde. Auch wenn mir das große Sorge bereitet hat, dass das gerade nicht gereicht hat scheinbar. Klingeln. Aber ich schätze, ich muss mit ihr klingeln und nicht mit dem Wasser. Keine Ahnung. Achso, ich muss ja gar nicht alle Klingeln betätigen. Ich muss ja praktisch nur die Klingel, also die Klingeln, die da sind, einfach mehrfach betätigen. Wahrscheinlich zählen die auch nicht in dem Moment, wo man sie geschafft hat. Wahrscheinlich zählt es dann schon nicht mehr als neu geklingelt oder so. Keine Ahnung, wir werden sehen, ob es irgendwann jetzt die Mission abschließt. Ich werde trotzdem natürlich immer weiter klingeln. Okay, es waren schon einige Klingeln jetzt. Nein! Es war ohne Leben verlieren, na? Es war, glaube ich, ohne Leben verlieren. Lass mich kurz gucken. Oh, erstmal hier alles abräumen. So. So oft erfolgreich bist du mindestens 75 Mal. Scheiße, ich hätte nicht stoppen müssen. Ach, Käsekuchen. Okay, komm. Let's go. Nochmal kurz gucken. Es war Penny, ne? Nicht, dass ich da nochmal falsch liege. Penny, schließe als Penny das Spiel jemand da so oft erfolgreich ab, bist du mindestens für... Was habe ich das noch nicht? Sah das echt noch keine 75? Come on. Wo ist es? Hä? Da. Ach, Menschenskinder. So, let's go. Aber es heißt ja betätigt. Dann muss doch egal sein, wie ich die betätige eigentlich. Aber so oft erfolgreich bist du. Ich weiß nicht, es ist ganz komisch.
Klingeln. War logisch. Klingeln. War logisch. Klingeln. Das war knapp. Ich meine, es wäre nicht schlimm, wenn ich jetzt ein Leben verliere. Aber es wäre halt schon gut, Leben zu behalten. Okay. Klingeln. War logisch. Okay. Klingeln. Unlogisch. Nein. Klingeln. War logisch. Klingeln. War logisch. Klingeln. Oh, das waren einige Klingeln. Klingeln. Okay. Klingeln. Phänomenal. Klingeln. Die Mission darf jetzt langsam mal kommen. Klingeln. Oh, come on. Klingeln. Ich frage mich sonst halt echt, ob ich was falsch mache. Klingeln. Wie viele noch? Klingeln. Das gibt's doch nicht. Klingeln. Nein! Klingeln. Klingeln. Nein! Klingeln. Geht's auf Nummer sich, ich mach's jetzt mit dem Wasserstrahl. Keine Ahnung. Aber das sind halt. Das sind halt längst 75 durch. Also eigentlich. Ich check's nicht. Oder ist es in einer Runde 75 Mal? Muss man so schnell jetzt werden, dass man 75 Mal in einer Runde eine Klingel betätigt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das haut nicht hin. Ich finde das gerade sehr befremdlich, was wir hier tun. Ich check die Mission nicht. Ja, was mache ich denn falsch? Wir sind gleich bei Level 75, dann haben wir definitiv 75 Mal geklingelt, Lul. Ich check's nicht. Ich check's nicht. So,
So, jetzt haben wir die 75 gleich erreicht, Lul. Da ist sie. Ja, aber was soll ich denn tun? Ja, der nützt mir nichts. Penny. Ich check's nicht. Klingelingeling. Schließe als Penny das Spiel jemand da so oft erfolgreich ab, bis du mindestens 75 Mal eine Klingel betätigst. Ja, hab ich doch. Steht hier der falsche Charakter? Soll's Mona sein? Oder was ist... What is going on? Ja, zwei Missionen, die wir erstmal auslassen. Nächstes Mal gucken wir uns die nächsten Missionen an. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.